das Fußvolk. Na klar, was denkst du? Wohl doch nicht so ein harter Bursche, was? Alles klar, dann erledigen wir den Rest von ihm. Thank you.
weißt du ja. Los geht's. Erst rumtrödeln und dann den Anführer spielen, hä? Na also! Woher wusstest du, wo wir sind? Bin dem Geräusch der Schüsse gefolgt. Und deinem Gebrüll. Unverkennbar. Seite von Shinra. Bringen wir ihn in Sicherheit. Alles andere kann warten. Ja, hast recht. Claude? Hast du gut gemacht. Ich warte hier auf die anderen. Wedge ist noch am Leben. Es gibt also Hoffnung. Hab oben auf dem Pfeiler mit Jesse und Bix geredet. Ich weiß, wie es um die beiden steht. Ich glaube nicht, dass sie... Wir sind zurück beim Planeten. Aber wir brauchen sie doch hier. Wir müssen kämpfen. Das würden sie uns sonst nie verzeihen. Ziemlich schwer.
Danke. Wir schulden ihnen was. Bei uns ist es nicht sicher. Als würde ich einen Verletzten aus dem Haus jagen. Elmira? Wir müssen Eris befreien. Nicht schon wieder das! In einem Geheimlabor macht Shinra Tests an Menschen. Ich kenne Shinra besser als sie. Und ich glaube nicht, dass sie Eris nur Fragen stellen wollen. Sie würden die letzte Nachkommen des alten Volks niemals lebend gehen lassen. Die Experimente leitet ein Mann, dem Menschenleben egal sind. Schluss damit! Aber... Ich brauche etwas Zeit zum Nachdenken. Sicher seid ihr erschöpft. Wir sollten uns alle ein wenig ausruhen. Träume ich? Wer weiß? Vielleicht auch nicht. Geht es dir gut? Siehst du doch. Weißt du, als Kind war ich bei Shinra. Hat Elmira erzählt. Ach so. Jedenfalls ist es fast so, als wäre ich wieder zu Hause. Es ist vertraut. Gar nicht so schlimm. Besser als hier? Unsinn. Gar kein Vergleich. Elmira ist auch besorgt. Oh. Auch? Wieso auch? So wie ich. Das tut mir leid. Ehrlich. Was ist das? Jeder Mensch muss einmal sterben. Da hast du recht. Und deshalb muss man sich immer treu bleiben. Wirklich immer. Man muss jeden Moment genießen. Merke ich mir. Weißt du, genießen wir diesen Moment, okay? Ich bin froh, dich getroffen zu haben. Ich erinnere mich an alles, was du gesagt hast. Ich erinnere mich an alles, was du getan hast. Und für all das bin ich dankbar. Die Zeit mit dir war wunderschön. Aber verlieb dich nicht in mich.
All deine Gefühle wären Einbildung. Habe ich auch was dazu zu sagen? Oh, es wird hell. Ich muss los. Ich komm dich holen. Lieb von dir, doch. Lass es. Erst Malena und dann Wedge. Ich stehe tief in ihrer Schuld. Sagen Sie mir, wenn es etwas gibt, was ich für Sie tun kann. In Zeiten der Not hilft man sich. Elmira? Ich habe darüber nachgedacht. Ich glaube, sie ruft mich. Deshalb... Cloud hat recht. Aris braucht uns. Ich will ihr helfen. Wir sind Freunde. Ich habe es immer verdrängt. Ich wusste, dass dieser Tag irgendwann kommen würde. Und trotzdem. Bitte, rettet meine Tochter. Papa! Lenchen. Gehst du weg? Es tut mir leid. Du musst jetzt tapfer sein. Ich würde so gern bei dir bleiben. Wirklich. Aber Papa wird gebraucht. Da sind Bösewichte, die unsere Welt zerstören. Papa kämpft gegen diese Bösewichte. Ich muss den Planeten und die Menschen in den Slums vor ihnen beschützen. Darum muss ich gehen. Das Mädchen, das dich gerettet hat, braucht jetzt nämlich unsere Hilfe. Schließlich muss ich mich auch noch bedanken. Nicht wahr? Weißt du, dieses Mädchen... Ja? Geh ihr helfen. Das mache ich. Du kommst zurück, oder? Klar, wie der Wind. Gut. Ich warte hier. Barrett. Sie versteht das. Los! Machen wir Shinra die Hölle heiß! Vergiss nicht, warum wir gehen. Schon klar. Wir gehen, um Aris zu retten. Sag mal, wie sollen wir denn auf die Platte kommen? Züge fahren schließlich keine. Dann laufen wir halt entlang der Schienen. Völlig ausgeschlossen. Im Ausnahmezustand können wir alle bekannten Routen und Wege vergessen. Was schlägst du dann vor? Kennt einer von euch einen Geheimweg? Wir nicht, aber jemand anders garantiert. Corneo...
ihrer wilden Zerstörungswut hat. Die Gruppierung Avalanche. Reaktor 1, 5 und dann auch noch 7 in die Luft gejagt. Doch diese Möchtegern-Ökokriege haben keinen blassen Dunst von Sprengsätzen. Das Ergebnis? Sektor 7 in Trümmern. Außerdem hängen diese Verbrecher nuckelnd am Geldbeutel von Wutai. Die edlen Ziele, die sie vorgeben, sind eine billige Fassade. In Wirklichkeit sind sie nur Handlanger. Geschickt von Wutai, um einen neuen Krieg anzuzetteln. Jetzt wisst ihr es. Das waren die neuesten Neuigkeiten frisch von der Platte. Macht 5 Gil. 5 Gil macht das. Ist das wahr? Hinter all dem steckt eigentlich Wutai? Diese Schweine, die wollen doch nur unser Marco. Bricht jetzt etwa wieder Krieg aus? Wir müssen uns gegen Wutai zur Wehr setzen. Hey, 5 Gil! Informationen wachsen nicht auf Bäumen. Wir arbeiten nicht für Wutai. Wenigstens diese Lüge muss ich klarstellen. Denkst du, das interessiert die? Dass uns überhaupt noch jemand zuhört? Nein. Tifa, hör mal. Wir müssen nichts bereuen, was wir getan haben. Uns bleibt nur eins: unbeirrt weiterzumachen wie bisher. Komme, was wolle. Das Feuer in uns brennt weiter. Ja. Aber sieh dich um. Nicht nur nach vorne. Sieh dich richtig um. Barrett, wach auf. Die Leute haben Angst. Wenn wir Leute in Schwierigkeiten sehen, sollten wir versuchen, ihnen zu helfen. Wo sind sie nur hin? Ich will nur glückliche Kunden, Kubo.
Ich hab's selbst gesehen. Diese Gardisten von Shinra haben Corneos Villa bestürmt. Ihr habt richtig gehört. Angeblich ist Corneo verschwunden. Nirgendwo aufzufinden. Nicht wahr, oder? Niemand hier. Ihr seid es? Was wollt ihr? Wir suchen einen Weg, um rauf auf die Platte zu kommen. Und dachten uns, Corneo kennt sicher einen. Ich verstehe. Ihr habt Glück. Ich kenne einen. Wirklich? Dann raus damit! Kommt mit. Lassen wir ihn reden. Was ist das für ein Loch? Hab da unten was zu erledigen. Wenn ihr mir bei der Sache helft, sage ich euch, wie er auf die Platte kommt. Hier geht's doch in die Kanalisation. Was willst du da? Dort ist ein Versteck von Corneo. Da muss ich hin. Du willst uns doch nicht etwa in eine Falle locken? Ihr müsst mir nicht vertrauen. Dann suche ich mir woanders Hilfe. Aber ihr könnt meine Hilfe dann auch vergessen. Okay. Helfen wir ihm. Und wenn er lügt? Töten wir ihn. Klar. Soll mir recht sein. Also gut. Die Details erkläre ich euch unten. Sagt, wenn ihr bereit zum Abstieg seid. Seid ihr soweit? Gut, dann runter. Was ist das für ein Loch? Eine Falltür für ungewollten Besuch. Wie? Da kommt keiner lebend wieder raus. Naja, zumindest war das bislang so.
sagst uns danach, wie wir raufkommen, ja? Solange ihr euren Job macht? Also ich trau dir noch nicht, Freundchen. Eine falsche Bewegung und es knallt, klar? Dann durchlöchere ich dich wie ein verdammtes Sieb. Teile dir deine Munition besser gut ein. Hier gibt's gefährliche Kreaturen. Alleine würde ich hier nicht rauskommen. Doch mit euch wird das ein Kinderspiel. Bringen wir es hinter uns. Wir gehen zum großen Kanal an der Grenze zu Sektor 7. Ihr geht vor. Ich folge euch mit etwas Abstand. Kurz und schmerzlos. Ja, schmerzlos für uns. Dann übernimm. Gar nicht mal schlecht, Tifa. Da staunst du, was? Kann's weitergehen. Bereit zum Angriff? Na klar, was denkst du? Volle Kraft! Der Feind ist hier! Eine Dusche wäre jetzt nett. Schon.
stürzen. Entscheide es! Ich setze noch einen drauf! Ja! Das war abzusehen. Schon. Eine Markierung von Avalanche. Hier muss Jesse mit Biggs den Generalschlüssel versteckt haben. Und wir konnten den beiden gar nicht für die Hilfe danken. Tifa. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Ich unterbreche eure Unterhaltung nur ungern. Aber auf der anderen Seite ist der Kanal, zu dem wir wollen. Wissen wir doch. Willkommen im Untergrund. In der Nähe ist ein Privatdurchgang von Don Corneo. Hier war aber vorher noch nicht auf. Ihr geht vor und sichert den Weg. Schon klar. Darf ich was fragen? Warum hast du uns damals bei der Brautschau geholfen? Weil Anjan mich darum gebeten hatte. Mehr nicht? Ich weiß genau, wann ich mich besser zu fügen habe. Wie? Los, jetzt macht endlich. Wir erreichen gleich Corneos Versteck. Ab hier gehe ich voraus. Thank you.
Hier? Ja. Jetzt sag uns, wie wir raufkommen. Er ist drin. Soll das heißen, wir sollen mitkommen? Tut mir leid. Aber ich brauche euch noch ein bisschen. Verdammt! Halt! Hinterher! Aber... Er hat den Schlüssel! Ohne ihn sitzen wir fest. Los! Es ist da vorne abgebrochen! Hier haben sich diese Biester ihr Nest gebaut. Sie könnten jederzeit irgendwo rausspringen. Seid vorsichtig. Jetzt wird ausgeteilt. Mit größtem Vergnügen, der Herr. Kleine Show, ehrlich? Gewonnen!
Volle Konzentration. Schluss mit dem Unfug, klar? Onkel Baron tut dir nichts. Komm her. Ah. Von beiden Seiten. Okay. Lasst es nicht entwischen. Gerissenes Biest. Ganz das Herrchen. Gib mal zurück.
her! Schmuck? Gib her. Schicker Schlüssel. Sorry. Das gehört nicht wirklich dir, oder? Schwester, Mutter? Familie habe ich nicht. Unser Traum ist vorbei, Leslie. Die Blume steht für... Du musst mich vergessen. Für immer. Ein halbes Jahr her. Kurz darauf wurde sie Corneos Braut und verschwand aus meinem Leben. Den Anhänger gab sie mir zurück. Abgebrüht, oder? Dabei war das Teil verdammt teuer. Was willst du hier unten überhaupt? Ich will Rache. Ich warte schon zu lange. Wenn ich keinen Schlussstrich ziehe, werde ich nie loslassen können. Wenn's dir hilft. Solange wir nach oben kommen, ist's egal. Keine Sorge. Ich stehe zu meinem Wort. Du gefällst mir. Kommt hier lang. Eine Abkürzung. Nein, Corneo gehört mir. Wie? Bitte. Verstanden. Damit wäre die Suche nach Corneos Kronjuwelen wohl beendet. Und was machen wir damit? Könnte ziemlich lange dauern, bis wir einen Käufer finden. Wir sollten sie Male geben. Die kümmert sich um den Wiederaufbau der Slums von Sektor 7.
Wartet hier kurz. Ob der Typ da drin alleine klarkommt? Hier ist Leslie. Ich habe eine Nachricht für dich, Corneo. Oh, hi? Du kommst allein? Ja. Oh, hi? Und wo sind die Täubchen vom Avalanche? War doch schließlich deine Aufgabe, diese Belga zu schnappen. Tut mir leid. Deshalb will ich mit dir reden. Von Avalanche etwas zu viel vorgesungen. Leider hat das Shinra absolut nicht gefallen. Sie wollten die Platte Bababababam runterholen und ausnahmslos alles in Sektor 7 dem Erdboden gleich machen. Aber diese Belga haben die Leute gewarnt und die meisten Menschen konnten leider fliehen. Ich verrate dir ein Geheimnis. Shinra will Midgar aufgeben und ein neues Paradies zum Leben erschaffen. Ursprünglich hätte ich der Don vom Wallmarkt in der neuen Stadt werden sollen. Stattdessen bin ich jetzt auf der Flucht. Leslie. Dabei hatte ich eigentlich vor dir die Führung meines Ladens in der neuen Stadt zu überlassen. So ein Jammer. Und jetzt zur Preisfrage. Wann legen Schurken wie ich am liebsten alle Karten auf den Tisch, hä? Die Antwort kennst du doch bestimmt, du Schlaumeier. Wenn ihr wisst, dass ihr gewonnen habt. Bingo! Freu dich nicht zu früh. Ohi! Hier, hier! Wir würden jetzt von dir gerne alles über Sektor 7 hören. Ist er jetzt durchgeknallt? Ohi! Pech für euch! Denn ich schrei hier nicht zum Spaß rum, wisst ihr? Guten Appetit. Ade. Verdammt. Kümmern wir uns erstmal um den. Ich zähl auf dich. Roger, ich übernehme. Übernimm mal.
gebe ich alles. Alles geben. Wir sind da uns. Zeit zu kämpfen. Bist du okay? Wo ist Corneo? Sorry, ist entkommen. Verstehe. Ich finde ihn schon. Ich hab sonst eh nichts zu tun. Willst du nicht jemanden anders suchen? Hä? Du hast sie doch geliebt. Manchmal merkt man es erst, wenn man jemanden verloren hat. Vielleicht ist es noch nicht zu spät. Die Blume steht für... Was wollte sie wohl sagen? Ein Wiedersehen. Oh. Wie? Die Blume steht für ein Wiedersehen. Ich sollte sie erst finden. Du hast recht. Danke. Moment. Hast du etwa dein Versprechen vergessen? Natürlich nicht. Da ist er. Gehen wir raus. Dann sag ich, wie ihr hochkommt. Meine Lunge tanzt vor Freude. Hier entlang. Eine Seilpistole. Schießt das Seil zum Klettern ab und zieht euch daran nach oben. Hinter dieser Mauer liegt Sektor 7.
Mit der Seilpistole könnt ihr euch über Hindernisse wie Mauern und Trümmer ziehen. Hat aber keinen Abseilmechanismus. Ist man erst oben, kann man nicht wieder zurück. Bevor ihr hochgeht, solltet ihr alles Notwendige erledigen. Danke. Wir müssen los. Wir suchen auch jemanden. Verstehe. Dann viel Glück. Gleichfalls. Gehen wir. Schön, euch zu sehen. Das hier schickt der Racheengel. Das sollte uns beim Wiederaufbau von Sektor 7 helfen. Der Racheengel? Der Racheengel der Slums? Habt ihr ihn etwa getroffen? Nein, er hat uns die Sachen nur zukommen lassen. Na sowas? Der Racheengel der Slums? Oh! Das ist ein wahrer Held. Sein Geschenk werde ich für einen guten Zweck einsetzen. Ach, ehe ich's vergesse. Das hier ist für euch. Könnt ihr sicher gut gebrauchen. Oh. Schon etwas besser aus, oder? Wir sind also die Nachzügler. Hoffentlich gibt es noch irgendwas. Wirst du mir später noch dankbar sein. Das verspreche ich dir. Was ich alles weggeräumt habe. Und ein Nickerchen gehalten. Ja! Haben wir alles erledigt? Wenn wir hier rüber geklettert sind, kommen wir so schnell nicht wieder zurück. Sag mal, machst du diese Alleskönner-Tour weiter, wenn das vorbei ist? Hatte ich eigentlich vor. Du machst das nämlich gut. Ja, wirklich. Am Anfang warst du arrogant, abweisend, hielst dich für den Größten. Ich dachte, du wärst ein echt unangenehmer Zeitgenosse. Aber jetzt weiß ich's besser. Du bist eigentlich anders. Das stimmt. Eigentlich bist du einfühlsam. Als Kind war mir das noch nicht so bewusst. Selbst wenn das stimmen sollte... Im Kampf bringt einem Güte nichts. Nein, sie stört. Na, Shinra hat weder Güte noch sonst was verdient. Aeris braucht uns. Zeigen wir der Mauer, wer der Boss ist! Weiter. Hm.
jetzt geht's diesen miesen Umweltsündern an den Kragen. Wir holen diese Ares da raus. Und dann nichts wie weg. Los. Hier kann jeden Moment alles einstürzen, Leute. Wo ist mein Papa? Ich hab Angst. Brauchst du nicht zu haben. Er ist sicher bald zurück. Kannst du aufstehen? Hab ich's nicht gesagt. Verdammt, nicht schon wieder. Womit haben wir das verdient? Der Bereich hinter mir ist lebensgefährlich. Wir müssen da aber rein. Ihr werdet das bereuen. Wir können auf uns aufpassen. Seid auf der Hut! Na dann. Ich zähl auf dich. Da müssen wir rauf, oder? Wenn da was einstürzt, dann
können uns die anderen später vom Boden kratzen. War klar, dass es nicht einfach wird. Ja. Ein Ausflug wird das mit Sicherheit nicht. Ende Gelände. Ob das Seil von einem Rettungstrupp ist? Vielleicht kommt man hier irgendwo hoch. Zeit für unsere Seilpistolen. Zielt auf die Stelle, wo das Seil runterhängt. Fallt bloß nicht runter, hört ihr? Ich verrate euch mal was. Für die Seile braucht man Fingerspitzengefühl, okay? Sobald wir aufgebrochen sind, gibt's kein Zurück mehr. Seid ihr bereit? Hängt hier vielleicht irgendwo ein Seil rum? Wunderbar. Das läuft ja wie am Schnürchen. Wir sind nicht zum Kämpfen hier. Weiß ich doch. Erstmal wird Aeris gerettet. Schon klar. Gebäude. Hakt eure Seile da oben fest. Wir nehmen die Flugroute. Ein Versuch ist es wert. Umzingeln!
respektlos. Und Jesse! Ja! Ziel gefunden! Auf sich warten. Dann wird es Zeit für eine Zugabe. Ob wir da irgendwie raufkommen? Mit einer Seilpistole bestimmt. Hoffentlich bricht nicht wieder was ein. Ich zähle auf dich. Übernimm.
überstürzt. Zu bröckeln beginnt. Na dann, gute Nacht. Sich verdammt gut an, dass wir Shinra jetzt endlich an den Kragen gehen. Platz nicht vor Wut. Keine Sorge. Wenn hier wer platzt, dann diese Shinra-Säcke. Nur keine Zurückhaltung. Subtiles geht nicht so, mein Ding. Genau da gehörst du hin. Ich bin nicht
Jetzt wird ausgeteilt. Ha, mit größtem Vergnügen. Thank you.
von vorn an. Machen wir. Hey, Cloud, du hilfst uns doch bestimmt. Wird nicht billig. Als würde der Wettlauf hier enden. Achtung! Dann übernimm. Ich übernehme. Wie was steht dir das? Zum Rauch!
Der ist hinüber. Mit uns nimmt's halt keiner auf. Was? Verdammt! Als jede Achterbahnfahrt. Na, dann weiter. Bin dabei. Auf in die Höhle des Löwen. Anhalten! Was für ein freundlicher Empfang! Bei so einem Anblick kann man fast die Hoffnung verlieren. Verzweiflung geht dann stärker. Manchmal zumindest. Spart euch die auf. Gut. Und was nun? Stürmen wir knallhart frontal rein? Macht mit Sicherheit Eindruck. Wir sind nicht zum Spaß hier. Hä? Zur Rückseite. Dort ist der Eingang zur Tiefgarage. Sicherlich deren einzige Feinde. Denk an die Hauptgruppe. Oder Wutai. Mit Wutai herrscht auch Waffenruhe. Jede Pause ist mal vorbei. Gleich wird's ungemütlich für die, das verspreche ich. Wir sind hier, um Eris zu retten. Nicht für deinen Rachefeldzug. Feindkontakt vermeiden wir. Weiß ich doch. Aber das mindert die Wut in mir nicht im geringsten. Und irgendwie muss man doch Dampf ablassen, verdammt nochmal! Hitzköpfiger als ein Bomber.
drüben. Ein Fahrzeug von Shinra. Mir nach. Alles okay? Bei dir? Alles okay. Hier auch? Sehr gut. Gut, könnt weiter. Der Kontrollpunkt wäre das. Ups. Was wollt ihr hier? Wehe, du verschonst deine Ex-Kumpane. Das hatte ich nicht vor. Lass mich mal. Volle Kraft! Was ist da los? Stehen bleiben! Widerstand ist zwecklos! Vorgestellt. Wir müssen weiter. Der Ausgang müsste weiter hinten sein.